Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich krass. Haha, haben die super gemacht. Genau, super. Sehr gut. Respekt. Einen Menschen zu beleidigen. Wow. Krass. Es gibt nur einen Gott, ja, und das ist der Gott der Bibel, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hochgelobte Gott in Ewigkeit, Römer 9, 5, Christus Jesus, 1. Johannes 5, 20, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben Jesus Christus. Grüß Gott Ihnen, Herr Evangelist. Moin, mein Lieber, der Herr segne dich und behüte dich und lass sein Angesicht auf dich scheinen und auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. An jeden Menschen, der meine Stimme hört, der Herr Jesus segne euch. Der Herr Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Es kommen Leute in meine Kommentare und schreiben, du Teufelanbeter, und es sind Christen. Solche Christen kenne ich nicht und ich liebe jeden Menschen. Ich kenne keinen Christen, der sowas in den muslimischen Kommentaren reinschreibt, mein Lieber. Der Herr segne euch. Amen. Verflucht ist niemand, sondern wir segnen. Wir segnen euch. Segnet, die euch fluchen. Betet für diejenigen, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Bruder, warst du Sunnite oder Schiite? Sunnite, 18 Jahre. Du bist auf dem falschen Weg. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der wird niemals gerichtet. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn für alle Ewigkeiten. Ich bin auf dem wahren Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Meine Lieben, Christus ist der einzige Weg zu Gott, den Vater. Also wer schreibt Teufelsanbeter, ist kein Christ. Genau. Würde ich auch nicht schreiben, auch nicht zu den Muslimen. Obwohl der Islam laut der Bibel in die Hölle führt und dass Allah nichts zu tun hat mit der Gott der Bibel, würde ich das auch nicht schreiben, aus Respekt und Anstand und weil ich die Früchte des Heiligen Geistes habe und so etwas nicht reinschreibe. Adnan, hör auf zu lügen. Du kennst mich nicht. Dachte Gott ist Jesus. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Warum hat Jesus den Vater angebetet? Weil der Sohn Mensch wurde. Jesus Christus in Gottes Gestalt hat sich selbst entäußert, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jedes Fleisch hat einen Gott, sagt auch die Bibel. Und das Wort wurde Fleisch. Hallo aus Berlin. Servus. Hi. Guck mal, wie die Hetzer wiederkommen. Alles gut. Lass sie reden. Ist Jesus Gott? Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Was sagt deine Familie dazu? Mittlerweile alles gut. Erklär bitte mal rational, was die Trinität ist. Vater, okay. Erster Mose, Erschaffung der Menschen. Lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bild, uns ähnlich, spricht Gott Elohim. Jetzt gucken wir uns mal das hebräische Wort für Elohim an. Das Wort Elohim wird in zwei Ansichten übersetzt, im Hebräischen, Aramäischen. Starker Gott, eine Einheit. So, wir nehmen die Einheit. Muslime sagen, Gott ist Ahad, Ahad, Ahad. Wir im Hebräischen wissen, Gott ist nicht Ahad, sondern Gott ist Echad. Und Gott im Hebräischen Echad ist eine Einheit. Und die Einheit ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und darum sagen wir, Gott ist nicht quasi eine Person, sondern Gott im Hebräischen Elohim ist Echad, eine Einheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich wiederhole, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich.
Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, in seinem Bild. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jesaja 48, 16. Könnt ihr gerne aufschlagen, Prophet Jesaja. Wer sagt, Jesaja stimmt nicht, geh doch mal, wir haben eine 2400 Jahre alte Schriftrolle gefunden, die bezeugt, dass die Bibel authentisch und nicht verändert ist und die Schriftrolle von Jesaja unverändert und in seiner originalen Form heute da ist. Und Prophet Jesaja sagt im Alten Testament, Jesus ist Gott, Jesaja 9,5, Jesaja 44,6, Jesaja 44,24, Jesaja 43,3 mit Lukas 2,11. Und dann sagt Jesaja in Jesaja 48,16, und nun hat mich der Herr, der Vater und sein Geist gesandt. So, und dann war ich in Frankfurt. Ich war in Frankfurt, bei wem? Ich war bei Roger Libby. Viele von euch kennen Roger Libby, ein größerer Gelehrter in der Christeneinheit. Und dann habe ich Roger Libby zwei Fragen gestellt. Da habe ich gesagt, Herr Libby, ich habe eine Frage zu Jesaja 48,16. Ich habe mich erst davor gestellt, ich habe gesagt, Herr Roger Libby, ich bin Ex-Muslim, ich war 18 Jahre Muslim, ich habe den Islam verlassen und jetzt bin ich wiedergeborener Christ. Ich mache selber Content, Videos und Livestreams als Evangelist. Ich habe eine Frage. Und die Frage ist Jesaja 48,16, weil Roger Libby kennt sich sehr gut mit dem Alten Testament aus. Habe ich gefragt, Herr Roger Libby, stimmt das in Jesaja 48,16 im Alten Testament, dass da die Trinität schon im Alten Testament ist? Wie geht denn der Vers? Liest euch das vor, Jesaja 48,16. Und nun hat mich der Herr und sein Geist gesandt. Der Vater sendet den Sohn durch den Geist. Jesaja 48,16, Prophezeiung auf Lukas 1, Lukas 2. Was sagt Roger Libby? Absolut. In Jesaja 48,16 wird die Trinität selbst im Alten Testament geschrieben, dass der Vater den Sohn sendet durch den Heiligen Geist und die Botschaft wurde vermittelt über Engel Gabriel zu Maria. Maria, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und Jesus wird regieren über das Haus Jakobs. In Ewigkeit wird Jesus regieren und das Heilige, das geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Und dann habe ich Roger Libby eine zweite Frage gestellt. Roger Libby, viele sagen, sie haben Angst vor der Hölle, wenn sie viele Sünden tun und das alles. Natürlich ist es nicht gut, beständig in der Sünde zu bleiben. Die Bibel sagt, du hast den Herrn noch nicht erkannt, wenn du bis zu deinem Tod noch weiter in deinem alten Schema lebst. Aber ich habe einfach rational gefragt, Herr Libby, ist Jesus für alle vergangenen und gegenwärtigen und zukünftigen Sünden gestorben? Absolut. Er ist für alle deine Sünden gestorben und ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn du an ihn glaubst, hast du ewiges Leben. So, zurück zum Thema Trinität. In Hebräer 1, Vers 2, in 1, Vers 3 lesen wir, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf viele Weise zu den Propheten gesprochen hat, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Er hat den Sohn eingesetzt zum Erben von allem. Er hat durch den Sohn die Welten geschaffen oder im Altgriechischen die Weltzeiten. So, was sagt Hebräer 13, Vers 8? Jesus war, Jesus ist und wird für immer derselbe sein. Oder im Altgriechischen, wenn wir sagen Alpha und Omega, Anfang und Ende, Erster und Letzte. Jesus lebt von Ion, Altgriechisch Ion zu Ion, von Ewigkeit zu Ewigkeit, Offenbarung 1,17, 1,18. Jesus hat keinen Anfang und Jesus hat kein Ende und das ist das Wesen Gottes. Jesus ist nicht ein Geschöpf oder ein einfacher, nur ein Mensch, sondern Jesus ist ein Wesen mit Gott, dem Vater. Und da lesen wir in Hebräer 1, Vers 3, dieser Jesus ist das Wesen, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das Wesen des Vaters. Also Jesus ist das Wesen vom Vater. Und jetzt kommt zum Beispiel das orthodoxe Glaubensbekenntnis, was die Orthodoxen glauben. Ich bin kein Orthodoxe, doch ich liebe meine Geschwister in diesem Glauben. Ich respektiere sie. Sie glauben zum Beispiel, wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen und den Herrn Jesus Christus, aus dem Vater gezeugt, nicht geschaffen, wahrer Gott vom wahren Gott, wahrer Licht, Licht vom Licht, nicht geschaffen, sondern gezeugt, aus dem Vater hervorgegangen, seit Ewigkeiten beim Vater, ewig beim Vater, keinen Anfang und kein Ende, aus dem Vater hervorgegangen, gezeugt, nicht geschaffen, schon immer bei dem Vater gewesen und er ist das Wort des Vaters, er ist das Wort Gottes, ein Wesen mit dem Vater. Zwei Personal, natürlich, lasst
Ich bin dazu geboren, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Also der Herr Jesus hat seinen Willen, aber er tut den Willen des Vaters. Das bedeutet, Jesus ist eine Person und der Vater ist eine Person und der Heilige Geist ist eine Person. Somit haben wir Gott den Vater und Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist, die Person Gottes, die vom Vater ausgeht und vom Sohn ausgeht, wie in Kolosser 2, Vers 9. Jesus Christus, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. 100% Gott, 100% Mensch. Der Sohn des Menschen hat das Recht, auf Erden Sünden zu vergeben. Wer kann Sünden vergeben als nur der eine Gott, sagen die Pharisäer. Ja, wenn Jesus ein Geschöpf wäre, so könnte Jesus keine Sünden vergeben. Wenn Jesus ein Geschöpf wäre, dann könnte er nicht sagen in Johannes 17, weil du dem Sohn die Macht gegeben hast über alles Fleisch. Und nun verherrliche du mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, noch bevor die Welt geschaffen wurde. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater schon gehabt, bevor die Welt geschaffen wurde, seit Ewigkeiten. Oder in Sprüche 8, ich habe mich vor dem Angesicht meines Vaters, dem Herrn, erfreut. Seit Ewigkeiten bin ich eingesetzt, spricht der Sohn im Alten Testament in Sprüche 8. Jesus war, Jesus ist und wird für immer derselbe sein. Jesus ist die zweite Person Jahwes, die zweite Person Gottes. Vater, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, ein Gott, ein Wesen, drei Personal. Schema Israel, höre Israel, euer Gott ist ein Gott. An diesen Gott glaube ich, an den drei einen Gott. Und das ist der wahrhaftige Gott. Und das zeige ich euch in einem Vers in Johannes 14. Ich habe leider meine Ausstattung nicht hier. Ich kann, glaube ich, Moment. Machen wir mal so. Alles klar. So. Leute, ich hoffe, man hört mich. Ich wollte nicht klatschen. Alles gut. Ich muss kurz ein Vers raussuchen aus Johannes 14. Ich hoffe, man hört mich, weil ich glaube, ich... Leute... Mikro. Okay. Hey. Okay, jetzt. Sorry, Leute. Alles klar. Johannes 14. Wo lesen wir in Johannes 14, Vater, Sohn, Heiliger Geist? Ich zeige euch das. Wir lesen drei Personen in Johannes 14. Ihr könnt mitlesen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Johannes 14, ab Vers 26. Ich lese mal vor. Johannes 14, Vers 26. Tut mir leid, Leute. Ich wollte nicht lachen. Das war aus. Mein Handy ist gegen das. Ach, okay. Alles klar. Johannes 14, ab Vers 26. Tut mir leid, es war aus Versehen, dass ich geklickt habe. Lies das mal durch. Johannes 14, Vers 26. Ich lese mal vor. Der Beistand aber, der Heilige Geist, also die dritte Person Gottes, den der Vater senden wird, die zweite, also die erste Person Vater und Heilige Geist, dritte Person, in meinen Namen. Vater, Sohn, Heilige Geist. Vater und Jesus und Heilige Geist. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Beistand, der Vater und der Sohn. Johannes 14, Vers 26, Jesaja 48, 16, 1. Mose, Hebräer 1, 3. Kommt zur Wahrheit. Kommt zur Wahrheit. Die Trinität ist biblisch im Alten und im Neuen Testament. Der Gott der Bibel offenbart sich drei Personen. Das ist wahrer Monotheismus aus dem Alten und dem Neuen Testament. Wann beten wir? Wir können gerne dann beten. Michael, danke für die Geschenke, Michael. Gott segne dich. Ich glaube sehr stark an Jesus Christus, aber ich bin noch ein starker Sünder. Dann wandle im Geist. Gib dein Leben endlich dem Herrn Jesus.
Was hat Gott vor der Erschaffung der Menschheit gemacht, die Ewigkeit vorher? Keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Wo soll ich wissen, was Gott getan hat, bevor er die Welt geschaffen hat? Das ist eine Frage, die ich den Herrn Jesus stellen kann, wenn ich in der Ewigkeit bin. Aber ich habe keine Ahnung, was Gott gemacht hat, bevor er die Welt geschaffen hat. Man hat dich immer gut gehört. Okay, sehr schön, danke. Okay, also Gott ist eins, aber spaltet sich in drei Personen. Nein, Gott spaltet sich nicht. Gott ist dreipersonal. Grüße aus Island. Hey, Island, sehr schön. Grüße von mir aus Österreich. Der Herr segne dich. Wie gibt man Gott sein Leben oder Seele? Möchtest du dein Leben den Herrn Jesus Christus geben? Möchtest du ewiges Leben empfangen? Möchtest du den Heiligen Geist empfangen? Dann schreib ich in den Kommentaren, schreib ich möchte und ich werde für dich beten. Wenn du den Herrn Jesus annehmen möchtest, dann werde ich jetzt für dich beten. Wenn du Buße tun möchtest oder dein Leben den Herrn Jesus geben möchtest, dann schreib ich möchte und ich werde für dich beten. Ich, stark, so viele Menschen, Halleluja, Halleluja. Wenn du Buße tun möchtest oder dein Leben den Herrn Jesus Christus geben möchtest, dann schreib ich möchte in den Kommentaren und ich werde für dich beten. Halleluja, so viele Menschen. Danke, Jesus. Danke, Herr Jesus Christus. Halleluja, so viele Menschen. Der Herr segne euch. Der Herr sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, vor dem werde ich mich auch bekennen, vor dem Vater und allen heiligen Engeln. Wer sich um meine Worte schämt, vor dem wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit des Vaters und allen heiligen Engeln. Wer sich mir nicht bekennt vor den Menschen, vor dem wird sich auch nicht der Sohn des Menschen bekennen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit des Vaters und allen heiligen Engeln. Halleluja. Bekennt den Herrn Jesus öffentlich. Der Herr Jesus hat alle Jünger öffentlich bei Namen genannt und das machen wir jetzt auch öffentlich. Schreibt, ich möchte oder dein Namen, lass mich für dich beten. Wie finde ich zurück zu Gott? Indem du jetzt mit mir betest. Indem, dass ich dich jetzt, für dich jetzt bete. So viele Menschen, okay. Ich muss, alles klar. Okay. Ich möchte, Halleluja. So viele Menschen. Halleluja. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 20. Wer nicht glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der ist aus der Lüge. Und wer ist der Vater der Lügen? Der Satan, Johannes 8, 44. Der Geist des Antichristen leugnet den Sohn Gottes. Der Geist des Antichristen leugnet die Kreuzigung und die Auferstehung. 1. Johannes Kapitel 2, 22 bis 23. 2. Johannes Kapitel 1, ab Vers 7 bis 10. Und 1. Johannes ab Kapitel 4. Okay, alles klar. Römer 10, Vers 9. Römer 10, Vers 9. Cecilia mit Joel. Hi Cecilia, Gott segne dich und deinen Sohn. Joel, Gott segne dich, Joel. Ich habe einiges gehört, wenn ich das sagen darf. Bete mit, Joel. Ich habe auch solche ähnlichen Sachen durchgemacht wie du in der Vergangenheit. Möge der Herr Jesus dich segnen. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Gib dein Leben den Herrn Jesus. Gib euer Leben den Herrn Jesus. Elia, David und Lenny. So viele Menschen schauen mich gleichzeitig an. Es ist so schön, dass ihr unter Freunden gleichzeitig mein Livestream anguckt. Ich finde das so süß. Ich finde das so schön. Ich sage euch das. Okay, wir beten. Römer 10, Vers 9. Ich erkläre nochmal den Vers. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinen Herzen glaubst, dass Gott der Vater ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet und du hast das ewige Leben. Denn mit dem Mund bekennst du, um gerettet zu werden, und mit den Herzen bekennst du, um gerecht zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an den Herrn Jesus Christus glaubt, der wird nicht zu Schanden werden, der wird nicht in die Hölle kommen, sondern er hat das Licht des Lebens. Er hat das ewige Leben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. So, jetzt rufen wir alle gemeinsam den Namen des Herrn an. Wir rufen jetzt alle den Namen des Herrn Jesus an. Ich werde die Kommentare ausschalten beim Beten, Leute. So. So, ich hoffe, man hört mich. Ich hoffe, man hört mich. So, meine Lieben, ich werde für euch beten und wenn ich sage, spricht mir nach, dann könnt ihr mir gerne nachsprechen.
Ich habe leider hier keine Handyhalterung, darum muss ich mein Handy jetzt so halten. Jeder, der den Herrn Jesus Christus annehmen möchte, jeder, der wiedergeboren sein möchte, jeder Mensch, der Buße tun möchte, der soll jetzt mitbeten. Ich werde vorbeten und wenn ich sage, sprich mir nach, dann könnt ihr mir gerne nachsprechen. Verpasst dieses Gebet nicht. Dieses Gebet kann dich in die Ewigkeit versetzen. Dieses Gebet, wenn es vom Herzen kommt und mit dem Mund bekannt wird, glaub mir, dieses Gebet schenkt dir ewiges Leben, wenn du den Herrn Jesus nicht kennst. Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, Herr, du weißt, Vater, dass ich dich liebe, Herr, und dass ich von dir berufen bin als Evangelist und dass ich jetzt nicht bete, dass so viele Menschen mir beim Beten zuhören, Herr, sondern ich möchte, dass diese Menschen gerettet werden, Vater im Himmel. Im Namen des Herrn Jesus Christus, Herr, schenke ihnen alle den Heiligen Geist, die jetzt mitbeten, erfülle sie und leite sie mit dem Heiligen Geist. Ich danke dir, Vater, für jede Menschenseele, die mir zuhört. Ich bete, dass du sie alle rettest, Herr. Und ihnen die Gaben des Heiligen Geistes gibst, dass du ihnen Berufung gibst, Herr, innerhalb des Leibes, deines Leibes, Herr Jesus Christus. Ich bete, dass du ihre Herzen heilst und diese komplett heilst, Herr, dass du ihnen den Heiligen Geist schenkst. So, jeder, der den Namen des Herrn anrufen möchte, jeder, der den Herrn Jesus annehmen möchte, jeder, der Buße tun möchte, der spricht mir nach. Ich glaube, dass der Herr Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist. Das Wort Gottes, Gott, manifestiert im Fleisch, dass der Herr Jesus für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben ist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden ist. Wir wiederholen das nochmal. Ich glaube, dass der Herr Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist. Das Wort Gottes, Gott selbst, manifestiert im Fleisch, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden und für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben ist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden ist. Durch dieses Bekenntnis bin ich gerettet. Danke, Vater, im Namen des Herrn Jesus, dass ich gerettet bin. Danke, Herr Jesus Christus, dass du für alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden gestorben bist. Danke, dass ich freigesprochen bin. Schenke mir deinen Heiligen Geist, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, leite mich mit deinem Heiligen Geist. Heile mein Herz, heile mein Unterbewusstsein, Herr Jesus Christus. Heile meine Seele. Ich danke dir, Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, in Jesus Christus Namen. Amen. Halleluja. Amen. Stark. Amen. Amen. Leute, ich bin nicht zu Hause. Danke, Michael, für die Geschenke. Gott segne dich. Danke, Leute, für die Geschenke. Danke fürs Unterstützen. Muss nicht sein, aber ich danke fürs Unterstützen. Die Intuition zu 100% dahinter, dass die Menschen gerettet werden. Aber es ist natürlich schön, wenn ich sehe, dass die Leute das unterstützen. Unterstützt auch die anderen Geschwister wie Hakika TV, abonniert ihn auf YouTube. Ich hoffe, der hat schon seine 5000 Abonnenten. Gott segne euch. In welche Gemeinde bist du? Ich bin am Überlegen, ob ich nach Deutschland ziehe, meine Lieben. Ich habe jetzt keine Gemeinde, weil ich am Überlegen bin, ob ich nach Deutschland ziehe. Mal gucken. Und möge der Herr mit den ungläubigen Seelen gnädig sein. Amen. Ich glaube, ich habe meine Berufung in Deutschland mehr als hier. Deutschland braucht dich. Ja, ich denke, Deutschland macht mehr Sinn. Bloß nicht nach Deutschland. Österreich ist aber schön. Ich weiß, dass Österreich schön ist, aber es geht mir nicht um Schönsein. Es geht mir darum, wo ist meine Berufung? Wo erreiche ich mehr Menschen? Wo kann ich mehr Frucht bringen für das Reich Gottes als Evangelist?
Der Bre sagt, komm nach Serbien. Was soll ich in Serbien, Bruder? Alan, du musst Deutschland retten. Der Herr Jesus Christus rettet dich nicht. Ey, danke für das Geschenk. Gott segne dich. Danke fürs Unterstützen. Möge der Herr Jesus dich dafür segnen. Und jede Menschenseele, die meine Stimme hört. Hannover, NRW. Also ich habe mir gedacht, entweder Stuttgart, Köln, NRW oder Frankfurt. Frankfurt braucht Jesus. Berlin braucht Jesus. NRW braucht Jesus. München, Düsseldorf, Bayern, alle brauchen Jesus. Hannover, jeder braucht Jesus. Die Schweiz braucht Jesus. Österreich braucht. Die ganze Welt braucht Jesus. Stuttgart. Komm nach Stuttgart, Bruder. Ich kenne so viele Leute, die aus Stuttgart sind. Leute, changed mir eine gute Arbeit, klärt mir eine schöne Wohnung, die nicht zu teuer ist, dann komme ich vielleicht. Bruder, kannst bei mir wohnen. Ihr seid so süß, ne? Komm, Stuttgart, ich klär dir alles. Ach, hier wird's aber auch langweilig. Mir geht's nicht ums Langweilig. Ich habe meine Freude im Heiligen Geist, Miri. Messi oder Ronaldo? Das ist jetzt irrelevant. Ach, kannst bei mir Maler starten? Stark, Leute. Zieh zu mir. Komm, Alan, bist willkommen. Ey, Leute, ihr seid so süß, ne? Frankfurt, könnten wir dich unterstützen? Ja, ich kenne viele Leute aus Frankfurt. Also ich habe schon einige Angebote bekommen. Aber Frankfurt ist auch teuer, Leute. In Berlin war ich auch lange nicht mehr. Gib's ihm mal. Warte. Sag mal Hallo. Nein, nicht weggehen. Nein. Ach Mensch. Was tun, wenn Menschen mir nie verzeihen werden und ich mir auch nicht verzeihen kann? Da bist du, dass du dir selbst nicht verzeihen kannst, wenn Gott dir verziehen hat. Wer die Verfehlungen der Menschen nicht vergibt, dann wird auch der Vater nicht vergeben. Ihr müsst den Menschen vergeben, ihr müsst euch selbst vergeben. Es ist so eine Befreiung, sich selbst zu vergeben und anderen Menschen zu vergeben. Hat Omar dir nicht gesagt, bleib in Frankfurt? Egal. Ich war schon lang genug dort. Ich werde mir was Eigenes suchen, falls ich nach Deutschland komme, oder vielleicht unterstützen andere Geschwister mich, oder andere Geschwister haben vielleicht eine Möglichkeit, in Deutschland irgendwas zu klären, arbeitstechnisch, wohnungstechnisch, mal schauen. In welcher Gemeinde bist du? Hab's vorhin nicht gehört. Ich bin zurzeit in keiner Gemeinde, weil ich denke, mir überlege, dass ich die Monate vielleicht nach Deutschland ziehen soll. Frag im Gebet. Ja, ich frage sowieso den Herrn, aber ich denke, der Herr möchte wirklich, dass ich nach Deutschland komme, weil Deutschland braucht auf jeden Fall Jesus mehr als... Ich guck mal, in meiner Stadt, ich kann hier natürlich evangelisieren, auf die Straße gehen, aber ich habe meine Erfüllung und die Gemeinschaft mehr dort. Ja. Wir müssen nachher nochmal miteinander telefonieren, Thema Arbeit und Deutschland. Ich habe einige Angebote bekommen von den Geschwistern. Geschwister gesagt haben, ey Alan, wenn du nach Deutschland kommst, wir klären Arbeit, kein Problem, Wohnung klären wir. Aber ich möchte mir auch andere Meinungen hören, weil vielleicht ist das nicht safe. Ich möchte was Fixes und ich möchte auf jeden Fall dort nur evangelisieren am Wochenende. Ich möchte wirklich für das Reich Gottes in Deutschland arbeiten und vielleicht etwas Größeres starten.
Leute, egal was für Arbeit, ich kann schnell lernen, ich bin intelligent, also ich kann mich schnell hinein integrieren, egal welchen Bereich. Wo lebst du jetzt? Ich lebe in Österreich. Leute, könnt ihr für mich beten. Betet für mich, für meine Berufung als Evangelist. Betet, dass ich im Heiligen Geist wandle. Ich bete auch für euch. Betet für meine Zukunft. Ich bete auch gerne für euch. Thema Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung angefangen. Aber ich habe die nicht zu Ende gemacht, weil ich damals im Fleisch war und lieber mit meinen fleischlichen Begierden und durch falsche Freunde auf jeden Fall auf die schiefe Bahn gegangen bin. Ich hatte sogar einen guten Erfolg auch in der Berufsschule, habe aber dann abgebrochen, weil ich halt wieder in mein Fleisch fing. Gut, das war vor, weiß ich nicht, 6 Jahren vielleicht oder so, oder 5 Jahren, ich weiß nicht genau. Jetzt bin ich 24. Ich weiß nicht, ob ich wieder eine Ausbildung anfangen soll oder ob ich einfach so arbeiten soll. Ich habe dann danach keine Ausbildung weit angefangen. Ich habe normal gearbeitet. Also mal gucken. Lieber so arbeiten. Ja, mal gucken auf jeden Fall. Ich bin auch am Überlegen, ob ich eine Bibelschule mache und Theologie studieren soll. Vielleicht sollte ich Bibelschule machen und Richtung Theologie gehen. Also der Bruder Omar von Hakika TV hat gesagt und der Bruder Selam von Koran und Bibelteam hat mir gesagt, Alan, wir sehen dich auf jeden Fall schon in einer Bibelschule und Richtung Theologie. Aber auf jeden Fall brauche ich davor eine Arbeit. Und wenn ich nach Deutschland ziehe, dann brauche ich in Deutschland vorher schon eine Arbeit dort und mal schauen, was die Geschwister mir anbieten können. Aber was wichtiger ist, Leute, was der Herr sagt, ich lese das vor. Matthäus 5 oder Matthäus Chapter 6. Matthäus 6, glaube ich. So. Okay. Aha. Das geht zu einer Bibelschule. Leute, es gibt eine Bibelschule in Bonn. Und der Bruder Omar hat gesagt, Alan, vielleicht gehst du in die Bibelschule in Bonn. Ich weiß nicht, aber ich möchte eigentlich schon, ja, aber heiraten und Kinder kriegen möchte ich auch. Und wenn ich 3 Jahre Bibelschule machen, dann, und nebenbei habe ich nicht viel Zeit zum Arbeiten. Also ich möchte schon heiraten und Kinder bekommen in den nächsten Jahren. Mal gucken auf jeden Fall. Was haben deine Eltern dazu deiner Konvertierung gesagt? Meine Mutter war vollkommen zufrieden. Also sie hat gesagt, egal was du glaubst, du bist mein Sohn. Mein Vater war am Anfang nicht so, aber der hat auch dann dazugelernt. Mittlerweile bin ich mit meinem Vater gut. Ich habe ihn verziehen für das in der Vergangenheit. Er hat alles gut, egal. Heirat erst nach Bibelschule. Ob ich das so lange schaffe. Ich bin auch neu, Mann. Du bekommst nur eine Ehe, Kinder, wenn es Gottes Wille ist. Absolut. Das weiß ich. Wenn Gott möchte, dann passiert das. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Wenn meine Kinder auf andere Weg gehen und sind, okay, Frage, sind Religion Gottes Werk? I don't know. Ich denke auf jeden Fall, dass der Gott der Bibel eine persönliche Beziehung mit dir möchte im neuen Bund. Jesus ist der Sohn Gottes, genau. Kifek, Hal. Mir geht's gut.
Aber ohne Ausbildung findest du schon eine Arbeit, Habibi. Absolut. Ich habe die halt nicht fertig gemacht, obwohl ich easy die Berufsschule fertig machen haben können. Aber ich bin halt damals, da war ich noch kein Christ. Damals, da war ich noch im Islam. Da bin ich auf die schiefe Bahn. Und habe die leider nicht fertig gemacht. Wenn die 3 Tage Finsternis kommt, ich glaube nicht an diese Gerüchte. Ich glaube nur das, was in der Bibel steht. Ich habe schon einiges davon gehört, aber ich denke auf jeden Fall, bevor das mit der Finsternis kommt und was ihr da meint, wird die Entrückung kommen. Bist du Araber? Ich bin Kurde aus Syrien. Kind Gottes. Gerechtfertigt worden durch den Sohn Gottes. Bist du Kurmanji? Ich bin Kurmanji. Welche Konfession hast du? Ich bin Kind Gottes. Bibeltreu, biblisch. Ja, aber jetzt in der Hinsicht ja auch kein Evangelikale oder Orthodox oder so. Ich habe nichts zu tun mit Politik, mit deinem Erdogan oder Bashar Assad oder Putin oder sonst was. Gott richtet sie und Gott hat die Macht über die Politiker. Ich wollte ja was vorlesen, ne? Genau. Okay. Ich bin auch Kurde. Schön. Möge der Herr Jesus dich recht leiten und dich retten, deine Seele verewiglichen. Hast du Geschwister? Ja, ich habe 4 andere Geschwister. Ich habe 2 Schwestern und 2 Brüder. Du kannst jederzeit noch eine Lehre machen, ich weiß. Nein, du kannst nicht hochkommen. Ich rede nur Menschen, die offen sind für das Evangelium und Kinder Gottes sind. Verstockte Herzen, mit denen rede ich nicht. Ich habe versprochen, dass ich nicht mehr debattiere mit antichristlichen Geistern, die nicht den Heiligen Geist haben. Auch wenn es so radikal klingt, tue ich nicht mehr. Ihr wollt nur Aufmerksamkeit, indem ihr Videos gegen mich macht und die Videos so schneidet, wie euch Lust und Laune ist. Wenn ihr eine richtige Debatte wollt, dann könnt ihr mir privat schreiben, dann machen wir eine private Debatte und dann wirst du sehen, ob du in der Lage bist, gegen mich zu debattieren. Privat kann ich das gerne machen, öffentlich mache ich gar nichts mehr. Ich gebe keinen Raum für den Teufel. Meinst du mich? Nein. Ich will doch fragen, keine Debatte. Dann stell eine Frage im Chat. Bist du Italiener? Nee. Aber ich hätte eine Bitte. Was für eine Bitte hast du, mein Lieber? Bruder, wurdest du getauft? Ja, letztes Jahr im Sommer. Willst du deine Familie konvertieren? Absolut. Das ist meine Berufung und dazu bin ich geboren als Evangelist. Und das wird hoffentlich so geschehen. Gibt es viele Kurden, die Christen werden? Ja, ich war in Frankfurt vor kurzem und da gibt es eine kurdische Gemeinde, da gibt es viele kurdische Christen. Kurde aus, wo bist du? Kurde aus Syrien. Kamischlo, Derbesie, Hasake. Denkst du, dass du es schaffen wirst? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich weiß, was mit einer Menschenseele passiert. Nahtoderfahrungen, Visionen. Ich weiß, was mit Menschen passiert, die den Sohn Gottes nicht annehmen. Darum bete ich für jede Menschenseele, die die Möglichkeit haben, den Herrn Jesus Christus anzunehmen. Ist deine Familie auch christlich? Nein, ich bin der einzige wiedergeborene Christ. Betet für meine Familie, meine lieben Geschwister. Hast du muslimische Freunde? Nein. Was hat das Licht mit der Dunkelheit zu tun? Sagt die Bibel.
Jeder, der daran glaubt, dass Jesus ans Kreuz für ihn gestorben ist und auferstanden ist, ist gerettet. Absolut. Gefällt dir nicht, wo du wohnst? Doch, wo ich wohne, ist sehr schön, wo ich wohne. Ich wohne an einem sehr schönen Ort. Aber dennoch will ich, auch wenn schön ist, dahin, wo der Geist Gottes mich leitet. Und Deutschland wäre eine gute Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. Haben manche den Kontakt abgebrochen nach deiner Konvertierung? Ich habe den Kontakt mit allen abgebrochen und einige haben mit mir den Kontakt abgebrochen. Ich habe keinen Kontakt mehr mit Muslimen, weil ich die Bibel kenne und die Bibel sagt ganz klar, betet für eure Feinde und betet für diejenigen, die gegen euren Gott spotten. Aber habt keine Gemeinschaft mit der Dunkelheit und habt keine Gemeinschaft mit Menschen, die nicht wiedergeboren sind, in der Hinsicht quasi tagtäglich. Warum soll ich meine Kraft und meine Zeit verschwenden mit Menschen, die gegen meinen Gott spotten und gegen den wahrhaftigen Gott spotten? Psalm 1,1 könnt ihr gerne vorlesen. Psalm 1, Vers 1, der erste Psalm, Vers 1 bis 2. Lies den mal durch. Psalm 1,1, Psalm 1,2. So, ich wollte das vorlesen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anzuziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzelne Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. So. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage aber euch, dass euch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Was möchte ich damit sagen? Wenn Gott möchte, dass ich nach Deutschland gehe, dann wird das geschehen. Wenn Gott möchte, dass ich nach Afrika missionieren gehe, dann gehe ich nach Afrika. Wenn Gott möchte, dass ich nach Syrien gehe, dann evangelisiere ich selbst in diesen Brennpunkten eines Tages. So Gott möchte, so wird es geschehen. Sorgt euch nicht um euer Leben, um eure Kleidung, um euer Essen und Trinken. Das Leben ist mehr als die Kleidung. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Nämlich Gottes Gerechtigkeit und Gott anzuerkennen und durch Gott in eine Beziehung durch den Herrn Jesus zum Vater zu kommen. Auf welche Art und Weise spricht Gott mit dir? Es gibt ja einige Möglichkeiten. Gott spricht zu mir durch sein Wort, durch die Bibel spricht Gott zu mir und Gott spricht zu mir auch quasi mit Bibelversen und auch mein Kind, zum Beispiel wenn ich höre, mein Kind oder ich bin dein Herr, mein Kind, dann weiß ich, es ist der Herr durch den Heiligen Geist. Und das haben die Muslime halt nicht, das kann ich auch sagen, diese persönliche Beziehung zu Gott. Sie können nicht sagen, dass Gottes Geist mit ihnen redet. Sie haben keine Konversation mit dem Herrn in der Hinsicht Johannes 4,24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Du kannst nicht Gott anbeten, fünfmal am Tag richten diesen Stein in Mekka. Du musst Gott in Geist und Wahrheit durch den Heiligen Geist anbeten und du kannst nur den Heiligen Geist empfangen durch den Sohn. Aber wenn du nicht an den Sohn Gottes glaubst, dann hast du das Leben nicht mal in dir. Wie kann man einen Menschen anbeten? Jesus ist kein Mensch. Jesus ist in seiner Gottesgestalt, hat seine Gottesgestalt abgelegt und wurde wie die Menschen. Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Jesus hat seine Gottesgestalt abgelegt, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Ja, natürlich ist er Mensch, aber er hat seine Gottesgestalt abgelegt. Wie betet er dann?
Nee, ich habe keine Lust. Ich habe das vorhin schon alles erklärt. Jetzt kommen wieder diese Leute hinein, die alles wieder wissen möchten. Ein allmächtiger Gott würde doch niemals seine Allmächtigkeit abgeben. Er hat seine Allmächtigkeit nicht abgegeben. Er hat seine Gottesgestalt abgelegt. Er ist dennoch der allmächtige Gott. Er sagt selbst, wenn ich möchte, kann ich den Vater bitten und er wird mir eine Legion von Engeln schicken, um mich vor euch zu bewahren. Da schreibst du, ich hoffe, du landest in der Hölle. Wow, was für einen Hass hast du in dein Herzen, dass du sowas einem Menschen wünschst. Du brauchst die Liebe des Christus. Du brauchst die Liebe des Sohnes Gottes, mein Lieber. Wer wünscht einen anderen die ewige Hölle? Ich warne vor der Hölle. Ich predige von der Hölle. Ich predige von der Sünde. Aber ich würde niemals einem Menschen wünschen, dahin zu kommen. So. Jetzt kommt die dritte Aktion gegen die Muslime durch das Wort Gottes. Ich lasse nicht zu, dass der Geist des Antichristen wieder herrscht. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das mache. Und jetzt fangen wir wieder mal an. Mit Johannes Evangelium jetzt. Alles klar. Jesus ist ein Mensch, oder? Wir beten einen Menschen an. Alles klar. Gucken wir mal, ob Jesus ein Mensch ist oder Jesus Gott ist und Mensch wurde. Philipper Kapitel 2, Abvers 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Als er so in der Gestalt Gottes war, als er war kein Mensch, Jesus war kein Mensch. Als Jesus in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also Jesus hat seine Gottesgestalt abgelegt und wurde wie die Menschen. Wir beten keinen Menschen an, sondern wir beten den Vater im Namen des Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist an. Wir beten Jesus an, weil er sagt in Johannes 14, betet alles in meinen Namen und das werde ich euch tun. Jesus ist Gott und hat nach seiner Auferstehung seinen glorreichen, göttlichen Körper wieder angezogen, seine Gottesgestalt. Hier, ich wiederhole nochmal. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, als er in der Gestalt Gottes war. Als Jesus in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Period. Da braucht man auch nicht herumzudiskutieren. Lesen wir mal Kolosser 1, 15. So, Kolosser 1, Vers 15. Jetzt wird es interessant. Wer ist denn der Herr Jesus überhaupt? Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist Geist, Johannes 4, 24. Ja, und Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der sichtbare Gott. Nach der Auferstehung hat er seinen göttlichen Körper wieder angezogen. In Matthäus 28, 19 ist er in den Himmel aufgefahren zur Rechten Gottes des Vaters. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm, in Jesus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch Jesus geschaffen. Seines Fürstentümer oder Gewalten, Herrschaften, alles ist durch Jesus und für Jesus geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und dann lesen wir Kolosser 2,9. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. 100% Gott, 100% Mensch, 100% Göttlichkeit wohnt in Jesus Christus. Jetzt gehen wir auf Johannes. Nee, Römer. Kurz zu Römer und dann zu Johannes. Römer 9,5. Ihnen gehören auch die Väter und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Hochgelobter Gott in Ewigkeit, Christus. Jetzt gehen wir auf Johannes. Fangen wir mal an
Mit Johannes 4. Fangen wir mal mit Johannes 4 an. 4,24. Oder wir fangen ab Vers 21 an. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Durch den Heiligen Geist betest du den Vater im Namen des Herrn Jesus Christus an. Und nicht fünfmal am Tag. Nein, Gott ist Geist. Und nicht fünfmal am Tag Richtung diesen Stein in Mekka. Johannes 5, 21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also der Vater weckt. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. So, kurz zu Jesaja 42. Was steht da? Ich bin Gott, dein Herr. Ich gebe meine Ehre niemanden. Jesus sagt aber, wer mich nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Warum? Weil Jesus kein Geschöpf ist, sondern er ist ein Wesen mit Gott, den Vater. Und wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der glaubt auch an den Vater. Weil der Sohn ein das und dasselbe Wesen mit dem Vater ist. Zwei Personal zwar, aber ein Wesen mit dem Vater. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, sie werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben, und er hat den Sohn auch die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und die sie hören, sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Amen. Jesus ist Gott. Wer den Sohn in seine Göttlichkeit nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Ich mach kurz mal Licht, Leute. So. Gehen wir mal auf Johannes 6, 39. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich keinen Menschen verliere von allem, die er mir gegeben hat, sondern dass ich die Menschen auferwecke am letzten Tag. Der Sohn weckt die Menschen auf. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Herr Jesus weckt den Menschen am letzten Tag auf. Johannes 8, 24. Darum habe ich euch, lesen wir ab Vers 21. Nun sprach Jesus zu ihnen: Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden: Will er sich etwa selbst töten, da er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen? Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. So machen wir einen Cut. Warum ein Cut? Jesus nennt sich Gott. Ja, Hebräischen, ich bin. Ego, Emi, Altgriechisch, Jesus sagt, ich bin Gott. Jesus sagt hier,
Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. In der Schlacht der 2000 steht da ganz klar Ego Imi. Zweiter Ego Imi. Zweiter Mose 3,14. Jesus sagt, ich bin Jahwe. Und auch in Vers 58 sagt Jesus, ich bin Jahwe. In Vers 58 sagt Jesus, ich bin Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Ich bin Jahwe. In Vers 58 sagt er dasselbe. Lesen wir mal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Er verwendet wieder den Namen Gottes im Hebräischen, Aramäischen und verwendet auch im Altgriechischen Ego, Emi. Jesus ist Gott. Jesus ist mehr als ein Prophet, mein lieber Muslim. Johannes 10, 30. Ganz einfach. Ich und der Vater sind eins. Johannes 12, auch mega interessant. 45 bis 47. Ich bin gleich fertig. Ein paar Minuten. Johannes 12, 45, 7 bis 9. Warte, ich lese euch das kurz vor. Guck mal. Jesus rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an dem, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Also ganz klar, wer an ihn glaubt, der glaubt an den Vater. Und wer ihn sieht, der sieht Gott den Vater. Also erklärt, könnt mir alles sagen, wirklich, meine Lieben. Und die anderen, die vorhin gegen das gestreikt haben. Aber naja, der segne euch trotzdem. So, ich werde jetzt offline gehen. Ich werde auch, glaube ich, jetzt Richtung nach Hause weg gehen. Der Herr segne euch und behüte euch und lasst sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr ebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Gottes Segen. Balenciaga auf dem T-Shirt ist nicht original. Ich unterstütze nicht Balenciaga. Balenciaga hat mit Kinderpornografie und solchen Sachen zu tun gehabt, habe ich gehört. Oder weiß nicht, was die damit zu tun gehabt haben. Das ist auch nicht von denen. Ich unterstütze sowas nicht. Ich kenne alles von Balenciaga, auch im Lateinischen, keine Sorge. Das ist kein originales T-Shirt von denen. Ich ziehe das nur an, weil es gemütlich ist, mein Lieber. Katzenhaare, ich weiß, die tue ich gleich weg. So, Gottes Segen, vielleicht komme ich später nochmal, wenn ich zu Hause bin, oder morgen, mal gucken. Darf ich dich anrufen? Später, jetzt nicht. Ungefähr 22 Uhr, wenn ich nicht live bin. Gottes Segen.